Hey Football-Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist schon Freitag, es bedeutet noch 2 Tage bis zum Super Bowl. Und heute habe ich mir so ein Video einfallen lassen. Es gibt ja immer diese Try Not to Laugh Challenges. Heute habe ich mir mal die Best Football Wines rausgesucht und das Video schauen wir uns an. Und mal gucken, was da so bei ist, Freunde. Also es kann natürlich sein, dass ich ein paar Lieder verändern muss, denn bei solchen Wines sind immer ja, Songs dabei, die ich nicht benutzen darf. Also es kann sein, dass ich ein paar Mal meine eigene Musik verwende. Freunde, viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Heute mal die St. Louis Rams Kappe an. Ihr wisst ja, sind ja mittlerweile in LA. Los geht's! So, schauen wir uns mal an, was hier abgeht. Butz, Junge, da hat das Spiel überhaupt schon begonnen. Junge, da tackelt der den weg, Alter. Boom, Alter. Shit, Digga. Okay, jetzt haben wir hier, stimmt, Highschool. Bam, Alter. Habt ihr das gesehen, wie der Defender umgelaufen hat? Junge, und läuft in die Endzone, glaube ich. Damn, war das ein Catch. Ey, kann man das nochmal sehen jetzt? Damn, Alter. Im Laufen, im vollen Lauf fängt er den mit einer Hand. Oh, der Beckham-Style. Digga. Einfach mal locker den Hürdeljump gemacht. Oh, Junge, Junge. Was für Juke-Moves. Geht ganz schön in die Beine rein. Und Bänder, Junge. Nice Jukes, Digga. Wow, shit, hat er dem aus dem Leben getackelt. Alter Schwede. Junge, solche Moves in der Mitte sind eh immer tödlich als Wide Receiver. Kenne ich nur zu gut. Oh, der kriegt jetzt bestimmt einen richtig nicen Hit gleich. Holy smokes, Digga. Wie fängt der den in One-Handed Catch über einen Defender und hält den noch fest? Jetzt haben wir hier Flag Football bei den Frauen. Wo ist der Ball? Ja, ist schon nicht schlecht, muss ich sagen hier, meine Damen und Herren. Das geht schon gut ab. Digga. Alter, okay, das habe ich zu meiner Zeit, konnte ich das nicht, aber... Junge, 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 ey. Da hürdelt der einfach drüber, Junge. What the fuck, Alter. Trickplay, Spielzug. Reverse, Junge, und dann... Ihr denkt... Junge, habt ihr das noch gesehen, wie er ihn zurückgekickt hat? Wahnsinn. Oh Gott, Alter. Der nimmt den mal schön mit. Wie wird Coach Izumo sagen? Schön auf einer Hafenrundfahrt. Junge, manche Leute sind echt schon Beasts, ne? Das sieht man schon in der Veranlagung, dass das Top-Athleten sind. Junge, wenn ich so abstoppen würde, selbst beim Fußball, hätte ich einen Bänderriss. Das ist echt krass, was die teilweise an... Was die für ein Tempo erzielen auf den ersten 5 Metern. Das sind ja die entscheidenden Meter, die du machen musst, Alter. Bitch! Digga, ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Er ist gut deflected hier vom Cornerback quasi und dann hat er immer noch schön Auge auf dem Ball. Sehr, sehr wichtig für den Football. Wieder Flag Football. Junge, untouched, Junge, untouched, Alter. Da stört er jedem die Füße, Alter. Oh, oh, Butz, 2, Junge. Was los, Digga? Was los? No comment, Alter. Das ist einfach beast-like, so den Ball runter zu pflücken. Muss auch schon große Hände haben. Ich habe jetzt auch nicht so große Hände. Deswegen muss ich mal 2 nehmen. Junge, ich dachte, da kommt ein Erwachsener rein und tackelt diesen kleinen Jungen. Junge, das ist ja, siehst du ja schon an der Größe, dass der 10-mal mehr wiegt. Hier wieder Flag Football. Oh, nicer Catch auf jeden Fall. Ah, Flag Football ist kein richtiger Football für mich. So, da muss schon Intensität rein und Tackle-mäßig rein. Junge, yo, da hat er dem wieder schön die Enkelsage broken, Junge. Boom! Da. Da hat er ein bisschen die Orientierung verloren, aber der Receiver immer schön Auge am Ball genommen. Jetzt hier der Cornerback. Boah, gute Beinarbeit, Digga. Oh, Digga, der muss doch down gehen. Sag nicht, der bringt noch den Pass ein und Touchdown. Damn.
Alter, Junge, die Kinder, die, also in Amerika, es ist ja der Volkssport da in Amerika und wie die schon die Bälle da pflücken, das ist schon der Wahnsinn, das ist schon echt übelst begeisternd, was ich mir da teilweise angucke, weil ich gucke echt gerne so Vines und ich verfolge ja auch College Football und das ist echt krass, was die Jungs da echt drauf haben, das ist schon Wahnsinn, macht auch Spaß zu schauen. Was ist das denn jetzt da? Ey, das muss ich mal sagen. Mega krasser Spielzug, Junge. Das habe ich so noch nicht gesehen. Gibt es noch mal eine Wiederholung? Das muss ich mir noch mal anschauen. So, warte. Wo haben wir es? Da. Digga. Das ist ja echt krass hier. So. Und dann weißt du gar nicht, wer den Ball hat. Das ist krank. Aber ich frage mich, ob das in der NFL erlaubt ist. Ich glaube nicht. Das ist so Unsportlichkeit oder so. Es kann natürlich sein, weil die Regeln manchmal echt dumm sind. Zwei, Junge, nimmt der mal schön mit hier. Junge, Bulls. Someone recued this ref, okay. Junge, nimmt den mit jetzt, bumm. Ich dachte, der Junge mit dem Stiffarm, der Ref, Junge, und hat den erstmal den Ball zum Fumble gebracht, Alter. Junge. Ich sag ja, manche Catches, ne? Also, alle reden ja von Odell und so, ne? Aber der reale Shit, Junge, der reale Shit geht im Highschool und so ab. Puh. John Cena, Alter. Oh, guck mal, die Nummer 1 so. Damn, denkt er sich. Fuck, Alter. Kriegt er fast einen Herzinfarkt. Untouched, Junge, untouched. Junge, macht der einfach mal einen Frontflip. Untouched, Junge. Wie läuft, Junge? Junge, immer noch. Vor allem musst du ja bei Flag Football, musst du nur dieses Ding hinten rausziehen. Dann gehst du quasi als getackelt. Boah, nicer Hit, Junge. Genau auf dem Solar Plexus. Boah, mit dem Helm zuerst, Alter. Bam! Damn it, Alter. Das tut ganz gut. Da kann ich sprechen aus Erfahrung. Da bleibt dir mal ganz kurz die Luft weg, Mann. Das ist Wahnsinn, wie schnell die sind, Junge. Echt, das ist echt heftig, Mann. Ihr könnt mir auch gerne mal, ihr habt ja gestern das Madden-Video gesehen, könnt mir gerne mal dazu auch schreiben, also auch hier zu dem Video, wo ihr denn so spielt, wenn ihr, oh, nicer Catch, wo ihr denn, wenn ihr Football spielt, oder wo ihr gerne spielen würdet, also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr in Deutschland spielt. Ich habe zum Beispiel damals bei Mavericks gespielt. Alter, aber den Verein gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Das sind schon nice Plays bei, muss ich sagen, Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wieder Run. Ich mag ja Run-Plays, Junge, wo der einfach so durchläuft. Ah, das ist. Oh, 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 shit, Digga. Der muss doch runtergehen. Der muss doch runtergehen. Ey, ganz ehrlich, da wäre mein Defense-Coach. Ich habe ja damals Bice gespielt. Ich habe Dingens gespielt. Tight End, Right Receiver und Cornerback. Aber das Ding ist. Junge, der wäre ausgerastet, Digga. Der wäre ausgerastet. Wenn du das nicht gemacht hättest, das Play. Wie er den Ball da abfängt. Da, Junge. Erstmal die Flag, der hat selber gefangen und dann noch die Füße gebrochen. Und dann laufen die Defender sich noch. Oh mein Gott, Junge. Ah, das ist natürlich ärgerlich, ey. Hat er die Finger schon am Ball gehabt? Junge, hat er den Hit gesetzt. Hat er die Finger schon am Ball gehabt? Oh, 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 Junge, ab ins Krankenhaus. Junge. Pain Train is coming. Tutu. Ey, der läuft immer noch, der läuft immer noch. Freunde, der läuft immer noch. Der läuft immer noch. Was ist das für ein Biest, Alter? So, Junge, lässt alles stehen. Boots, Boots. Ah, es ist schon nicht hart. Das ist schon nicht gerade. Schon krass, Mann. Ich will dir schon die Worte weise ohne Move. Digga, willst du mich, Alter? Willst du mich, Junge?
Wenn ich so einen Move machen würde, wäre ich im Rollstuhl, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, ihr habt schon alte Knochen. Werdet ihr schon 26. Wieder so ein Hurdle Jump. Oh, nice. War, weiß ich noch, damals hatten wir noch Running Back Training, also eine Offense. Und ist unser Running Back, da sagt der Coach, ja, spring doch mal, versuch doch mal über den drüber zu gehen, wenn der Defender auf die Beine geht, ne? Und dann hat der Defender das gehört von uns, das war der Defensive End. Und dann läuft er auf dem zu und dann will er springen. Und da zieht er dem die Beine runter und er ist so aufs Pad hinten gefallen, so auf den Rücken, hat er keine Luft mehr bekommen. Das war schon ein richtiger Aslak-Move, aber war ganz lustig, ich musste heftig lachen. Ah, nee, ey. Schon krass. Ich vermisse auch die Zeit. Freue mich schon wieder, wenn hier German Football League wieder losgeht. Boah, das ist schon krass. Guck mal, wie der Junge ist viel größer als alle anderen. Sieht aus, als würde ein Erwachsener spielen. Damn! Junge, Alter. Junge. Oh, nee. Junge, bam. Also manche Hits, ne? Junge, wie die Leute die so einfach wegstecken. So, bam. Ja, gut. Der war jetzt so mehr aufs Pad als alles andere. So wie er so ein kleiner Junge. Und den Bike war. Ja, auch nicht schlecht. Bam, Junge. Was los? Bam. Der hat ihn nur so geschubst, habt ihr gesehen? Ist mein Ball verloren. Und jetzt bin ich mal gespannt. Spin Move. Ach, hat er schon gemacht. Hab ich gar nicht gesehen. Number one, Freunde. Oh, da war nicer. Madden Spin Move. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war es von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Und wenn ihr sowas mehr sehen wollt, so American Sports Vines, dann gerne mal unten in die Kommentare. Es sind noch 2 Tage bis zum Super Bowl. Das bedeutet noch 2 Videos als Special für euch da draußen. Madden ist sehr gut angekommen. Freut mich. Und wenn es draußen Leute gibt, die mehr sehen wollen, dann lasst ein Like da und schreibt gerne mal unten einen Comment. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Leon. Ciao.